Willkommen zurück zu einer weiteren wolfigen und verknackten Folge Werewolf Earthblood. Wir befinden uns hier gerade im Virginia State Gefängnis und haben zwei Leute gekillt, um die Zugangskarte zu kriegen, die wir brauchen, um einmal in die Labore nach unten zu kommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen natürlich direkt dahin. Und genau, ich würde mich freuen, wenn du mir einfach sagst, taugt dir das Game oder ist es dir zu trashig? Ich habe es jetzt schon so viel gespielt. Ich würde es jetzt einfach fertig spielen. Und genau, freue mich aber auch, deine Meinung zu hören. Und wenn du mir ein Like, einen Kommentar oder ein Abo dalassen würdest. Gut, hier waren wir schon. Wieder zurück. Ah ja, perfekt. Jetzt haben wir die Zugangskarte. Jetzt können wir hier zum einen oder anderen Plätzchen gelangen. Hier gibt es aber anscheinend nichts für uns zu tun. Aber schöne Cafeteria. This is Hadley's office. Let's see. Perfekt. No. Er sagt nur No. Da gibt es nichts zu erledigen. Die Leute wundern sich auch gar nicht, dass ich irgendwie mit der Chipkarte überall rumlaufe, oder? Was geht hier? Da kann ich die nicht verwenden. Ach, das wäre ja zu einfach, ne? Okay, ich komme hier nicht durch. Er sagt, ich soll aber hier noch irgendwas machen. Jo. Sonst noch was? Ich kann hier sonst nichts machen. Das ist ein Problem. Found it. Ah, okay. Ja, so sieht das natürlich schon gleich ganz anders aus. Und wir kommen gut voran. Wir kommen wirklich richtig gut voran. Wäre natürlich geil, wenn man das zu zweit spielen könnte oder so. That's where they took Adana. Subjects 4 and 7 are reacting badly to the treatment. Eric Ross and Seth Aguera. So I noticed. It's something we see often with heavy users of psychoactive drugs. Their cellular structures are weakened even before... This is where those monsters were developed. The metamorphosis is quicker and notably more painful. Session. Ich glaube, ich räume da unten gleich mal eine Runde auf. Mal gucken, was der beste Weg dafür ist.
muss erst... Boah, ich weiß gar nicht, wie ich zuerst platt machen muss. Ich glaube, ich spiele keine Rolle. Ich werde mal zornig. Eskalationsmodus an. Eskalationsmodus an, zweite Runde. Das war gerade wichtig, sage ich euch. Alter, wie viele kommen denn davon? Nein! Gerade als ich in den Ulti-Modus gehen wollte. Scheiße. Ah, wie ätzend, wie bitter. Alter, wie viele Wellen gibt es da denn? Das ist krass. Subjects 4 and 7 are reacting badly to the treatment. I have to find her as soon as I can. So I noticed. It's something we see often with heavy users of psychoactive drugs. Their cellular structures are weakened even before the... This is where those monsters were developed. The serum, the metamorphosis is quicker and notably more painful. What? Oh, holy shit! Security! Okay. Das hat ja nur so semi gut geklappt.
Okay, fuck. Zeit zu eskalieren. Eskalationsmodus Nummer 2. Und da müssen wir uns vor allen Dingen um die Dicken hier kümmern. Die machen richtig Probleme. Alter, krasse Scheiße. Ja, ich muss versuchen, so viele von denen hinzurichten, wie nur irgendwie möglich, damit sich meine Anzeige wieder auffüllt. Ich hoffe, ich kann die auch jetzt ohne Ulti-Modus platt machen. Okay, so. Und jetzt kommen nämlich hier die richtigen Probleme machen. Gut geschafft. Also man muss seine Raserei nur richtig timen. 2 Geisterpunkte. Bei niedriger Gesundheit werden Zorn und Wut regeneriert. Brüllen, nee. Bocksprung, nee. Mehr Leben auf jeden Fall mal. Alright. Und die Frage ist, so, wo müssen wir jetzt hin? Ich schätze mal hier einfach. Oh, wer bist du denn? Scent from down the corridor. You're like me, aren't you? Who are you? My name is Onawa. I am the pack leader of the Red Talons. And who are you? Onawa, I've read Indrin's reports about you. My name is Cahal. I'm looking for my daughter, Adana. Indrin kidnapped her and took her here. Adana's your daughter, is she? I met her.
They had her locked up in the I'm looking for my daughter Adana. Und sie sagt, oh, she's your daughter, isn't she? Meine Güte, ist das schlecht. Adana hasn't gone through her first check. Their tests on her came back positive. Take me with you. Okay, dann nehmen wir sie mit. Now, follow me. Na dann. Hopp, hopp. Beweg dich mal ein bisschen schneller. This door leads into an underground parking garage. Okay. Steal a truck. We'll need one to get to my cairn. Make it a half. Back wall. Amori. I can feel it. And I am in no state to help you. You've got to do it alone. Okay, kein Problem. Mache ich, alles kein Thema. Lass mich nur den Backup kurz ausschalten. Perfekt. I don't like the hell. Whoa. All you need. Show yourself. Jo, ich schau mich selbst gleich mal. Pass auf. 3, 2, Risiko! So, wo ist der? Wo ist er? Komm her. Lass dich essen. Oh, nicht schlecht. Okay, wie du der hieß. Zack. Easy! Da hat ja fast ein kompletter Eskalationsmodus gereicht. Jetzt die Frage, welchen Truck soll ich denn stehlen? Ah, so einen Truck, okay. Ich dachte schon den, den ich gerade zerstört habe. Noch langsamer kann sich die Alte nicht bewegen, oder? Ist doch auch ein Werwolf. Was hatscht sie denn so langsam? Ja, wunderbar. Und wir haben eine neue Trophäe erhalten. Und ich würde an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, haben wir gut gemacht. Wir fahren in die Nevada-Wüste in der nächsten Folge. Lass also gerne Like, Kommentar, Abo da. Und danke für deine Unterstützung. Bis dann. Tschüss.